meine Damen und Herren, ist es wieder Zeit für den begehrtesten Preis im deutschen Fernsehen. Willkommen zum Deutschen Bundesbewegtbildpreis! Der Deutsche Bundesbewegtbildpreis. Da ist das Ding! Wie Sie ja wissen, hat mittlerweile schon bereits zweimal Michael Janke den Preis gewonnen. Nochmal Grüße an dich, Michael. Das war der Bumerangmann. Und jetzt ist es Zeit für zwei neue Herausforderer. Nominiert für den Deutschen Bundesbewegtbildpreis. Die coole Oma mit der tollen Rollatorhupe. Haben Sie schon mal Sträuße hier gesehen? Gibt es hier Strauße? Ich habe nur welche im Zoo. Oh Gott. Bitte schön. So Berlin höchstens gesehen. Außerdem Michael Wüllen, Weber, für seinen konsequenten Einsatz des Trennungs-S. Durchsetzen, Schuldenbremse, Schuldengrenze, Sondierungsgespräche. Und natürlich Titelverteidiger Michael Janke, der Bumerangmann. Ja, ab sofort können Sie auf der ProSieben-App voten. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, gehen Sie auf vote.tvtotal.de. Da verhaspel ich mich immer. Also vote.tvtotal.de. Surfen Sie dahin, nicht zu bundesregierung.de, also zu vote.tvtotal.de, und dann können Sie da abstimmen. Aber wenn Sie abstimmen, dann seien Sie bitte vollkommen unbeeinflusst. Kleiner Scherz.